Eulen höre, denke ich direkt an einen Wald in der Nacht. Ich denke dann direkt an der Nacht, an Mäusejagd. Dass sie richtig große Augen haben, dass sie fliegen können, und dass sie im Dunkeln wach sind, nachtaktiv. In der blauen und grauen Dämmerung rüsten sie die Schwingen und heben sich bedächtig, rufen einander durch die Lüfte, ehe sie entschweben. Von Georg Friedrich Jünger. Wenn man Eulen hört, dann denkt man so, oh, das ist jetzt so an Mitternacht. Und Mitternacht ist auch gruselig wegen den Geistern. Und meistens ist es auch so bei Filmen. Gruselfilmen, Horrorfilmen, dann ist ja auch so, dass erstens so irgendwelche Eulengeräusche kommen. Und dann kommen irgend so gruselige Gespenster so raus. Der geheimnisvolle Vogel der Nacht von Eulen und Käuzen. Eine Radiogeschichte von Maria Riederer. Die Hose. Hat jemand einen Rucksack dabei? Da hängt so die Hose. So, und jetzt hier lang. Und hier der Schritt. Cool. Der da. Renn mal vor, wenn sie. Es ist dunkel und klatschnass. Am Rand von Bonn, auf einem alten Hofgut, dem Gut Melb, stehen vier Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. Anton. Paul, Ida, Vincent. Außerdem drei Elternteile, der Bonner Naturschützer Olaf Stümpel, der auch seinen Bruder dabei hat, und ich. Und natürlich mein Mikrofon. Wir alle, außer meinem Mikro, sind ausgerüstet mit Taschenlampen, Anoraks, Gummi- oder Wanderstiefeln, Gummihosen oder raschelnden Ponchos. Heute Abend wollen wir die Schleiereule und den Waldkauz sehen. Mindestens wollen wir sie hören. Olaf Stümpel hatte uns zu einer Eulenwanderung eingeladen. Der Regen prasselt unaufhörlich auf unsere Schirme. Ihr habt ja Gummistiefel an und so, das ist super. Also, ihr wisst, wie eine Eule aussieht, richtig? Ja. Nämlich wie? Wie ein Vogel. Also Vogel, genau. Wie noch? Runder Kopf, kann ihren Kopf drehen und ja. Die ist in der Nacht unterwegs, hat große Augen, kann damit wunderbar sehen, hat... Klubschaugen, könnte man sagen, ja. Also, wenn wir unterwegs sind, sieht die Eule uns auf jeden Fall. Wir sehen halt nur Dämmerlicht. Sie kann auch sehr viel besser hören als wir. Deswegen müssen wir nachher auch möglichst ruhig stehen bleiben, nicht rascheln. Olaf Stümpel hofft, dass wir die Schleiereule finden. Das ist eine der kleineren Eulenarten. Im Sitzen ist sie ungefähr 35 cm hoch, so groß wie der Unterarm eines Erwachsenen. Der sogenannte Schleier, das ist die Zeichnung um die Augen herum, sieht aus wie ein Herz. Wegen ihres hellen, fast weißen Gefieders wird sie auch Gespenstereule genannt. Sie lebt gerne in Kirchtürmen oder anderen Türmen, in großen Scheunen oder verlassenen Gebäuden, also in der Nähe der Menschen. Auch das Gut Melb steht in großen Teilen leer und der Naturschutzbund hat hoch oben an einem Turmfenster einen Brutkasten extra für Schleiereulen angebracht. Unsere Spurensuche beginnt in einer Scheune, in der früher Kühe standen. Dort wollen wir nach Gewöllen suchen. Das ist, wenn eine Eule was isst, dann spuckt die das wieder aus und mit denen, da ist die Knochen und so drin. Gehen wir jetzt in die Scheune? Wir gehen mal rein, gucken mal drinnen nach. Wir müssen mal hier hinten rum. Nicht aus! Dann lassen wir mal hier dran hängen. Die Kinder knipsen ihre Taschenlampen an und suchen den Boden der Scheune ab. Wir wollen herausfinden, ob die Schleiereule in der letzten Zeit hier war. Und tatsächlich liegen auf dem Boden lauter würstchenartige Gebilde. Aha, super, das ist ja klasse. Genau, das ist ja auch ein ganz frisches jetzt. Und hier, da hat man jetzt also ein Gewöll, das ist jetzt hart und trocken. Da habe ich also jetzt kleine Reste. Knochen. Das sind dann Knochen und so weiter. Ich nehme es mal auseinander. Hier sieht man jetzt eben so kleine Knöchelchen und sowas. Da sind in manchem Gewölbe bis zu 2 Mäuse drin. Also ganze 2 Mäuseskelette könnte man hier wieder zusammenbasteln. Plötzlich überall liegen Gewölle und das ist irgendwie auch ein bisschen so... ja, also beide sind interessant, aber also, wenn man sich vorstellt, ja, das sind Mäuse, die der Vogel ausgespuckt hat. Guck mal hier zum Beispiel,
Das ist wahrscheinlich ein Knochenzahn. Guck mal, ein toller Zahn, genau. Oh, das ist ein Riesenzahn. Von wem ist der denn? Also, wer macht solche Zähne? Vogel? Ich glaube, ich... Wer macht sowas? Ratte. Oh, genau. Also, Ratte wäre möglich, aber Ratten sind ja sehr groß. Die würden eher vom Uhu gefressen werden. Nee. Das hier ist jetzt also von der Maus. Wenn ihr weiter guckt, auch hier, da sind lauter kleine Zähnchen. Das ist also hier ein Kiefer. Ober- und Unterkiefer. Die frischen Gewölle, die noch glänzen und ganz feucht sind, zeigen uns, dass die Eule erst vor wenigen Stunden hier war. Sehen können wir sie aber nicht. Also verlassen wir die Scheune und ziehen draußen an den Fuß eines hohen Turmes. Dort oben, ganz hoch, ist das Einflugloch des Brutkastens. Also Lampen aus und horchen. Mit Klängen aus seinem MP3-Player will Olaf Stümpel die Eule herbeilocken. Dazu spielt er den Ruf der Schleiereule ab und hofft, dass die echte Eule dadurch neugierig wird und aus ihrem Versteck kommt. Die denkt, das ist ein Rivale, der dann in ihr Gebiet kommt. Und dann, ja, sie will das beschützen und dann guckt sie, wo der ist. Und wenn ihn dann nicht sieht, dann fliegt er eben zurück. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann wirklich direkt kommen, relativ unwahrscheinlich. Aber kann natürlich auch passieren. Und wenn es passiert, dann freut man sich halt. Also wir probieren es nochmal aus. Vielleicht haben wir Glück. Jetzt heißt es ruhig sein. Mehrere Minuten einfach nur still dastehen und warten. Und warten. Und hoffen. Und keinen Lärm machen. Ob sich die Eule noch zeigen wird? Oder ist sie so klug, lieber in ihrem Versteck zu bleiben? Während wir warten, habe ich Zeit nachzudenken. Was sind Eulen eigentlich für Vögel? In Geschichten und Gedichten kommen sie ja ziemlich oft vor. Die weise Eule. Die Eule lebt im tiefen Wald. Sie ist sehr weise und sehr alt. Sie weiß sehr viel, doch spricht fast nie. Wären wir nur so klug wie sie. Ein Sprichwort. Die Kinder der Ringschule in Frechen haben sich Gedanken gemacht, wie Eulen und Käuze in Geschichten und Märchen dargestellt werden. Also in den Märchen, da sagen die auch immer, die Eulen werden sehr klug und die werden sehr weise. Dann denke ich von Harry Potter an die Eulen. Der junge Zauberer Harry Potter bekommt in der Geschichte zu seinem 11. Geburtstag eine Schneeeule. Die heißt Hedwig und sie ist weiß und ein bisschen schwarz. Jeder hat eine eigene Eule. Also die spielen die Rolle, dass die halt sowas wie die fliegende Briefträger sind. Die verschicken halt Pakete und Briefe. Hedwig ist für Harry eine treue Begleiterin und Freundin, die am Ende sogar für Harry stirbt. Bei manchen Filmen ist es ja so, dass Eulen reden. Das wurde dann da auch mit Computerarbeit reingeschnitten. Ich sag nur Computeranimation. Auch in den Büchern und im Film Legende der Wächter werden den Eulen menschliche Eigenschaften zugeschrieben. Sie werden zu mutigen Rettern in der Not, sprechen miteinander, schließen Freundschaften und kämpfen gegen gemeinsame Feinde. Meine Krieger, es ist an der Zeit, die Königreiche der Eulen zu erobern! Diese Vögel begehen einen schrecklichen Fehler. Wenn ihr zu den Wächtern wollt, habt ihr einen langen Flug vor euch. Dann gibt es sie wirklich? Oh, und wie es die gibt. Diese Geschichten sind sehr spannend, aber was haben sie mit dem Leben der Eulen zu tun? Klar ist, Eulen sind keine Briefträger. Wahrscheinlich schließen sie auch keine Freundschaften, so wie Menschen das tun, denn eigentlich sind sie Einzelgänger, leben also allein oder in der Brutzeit als Paare. Seltsam, dass sie trotzdem manchmal in großen Gruppen auftreten. Davon erzählt der Münchner Ornithologe Manfred Siering. Ornithologen sind Menschen, die sich in der Vogelwelt besonders gut auskennen. Als ich mal einen Freund hatte, der wohnte nördlich von München und da war so ein Bauernhof und da waren drei große Rosskastanien. Und wir sind dann dahin gekommen, es war Winter, es lag Schnee und da waren diese Kastanien. Und da sehe ich plötzlich eins, zwei, drei und es waren 18 Waldereulen, die saßen auf dieser Baumgruppe mitten in dem Gehöft und die guckten alle runter zu uns und das war also Wahnsinn. Die großen Gruppen scheinen eine Spezialität der Waldohreule zu sein.
Die Waldereule, die neigt dazu, oft so Gemeinschaftsschlafplätze zu haben im Winter. Und so ein Waldereulenpaar hat ein großes Revier und duldet keine anderen Waldereulen in der Nähe. Aber im Winter, dann gesellen sie sich oft zusammen und an einem günstigen Schlafplatz, da setzen sie sich dann hin. Vielleicht sind die Geschichten über Eulenfreundschaften auf diese Weise entstanden. Außerdem sagt man ja, Eulen seien besonders weise. Im Griechenland der Antike galt die Eule als Begleittier der Göttin Athene. Athene war die Göttin der Weisheit und deshalb schrieb man auch der Eule große Weisheit zu. Der Vogel war genauer gesagt ein Steinkauz, eine besonders kleine Eulenart, die auf Latein Athene noctua, also nächtliche Athene heißt. Nach der Göttin Athene ist übrigens die heutige Hauptstadt Griechenlands benannt, Athen. Dort habe ich in einem Museum Andromache getroffen. Sie führt Gruppen durch das Haus und hat mir erzählt, wie die alten Griechen darauf kamen, ihrer Weisheitsgöttin den Steinkauz als Symboltier zu geben. Auf dem Felsen der Akropolis, auf dem bis heute die Tempel der griechischen Götter stehen, lebten in der Antike drei Lebewesen: Schlangen, Eulen und Olivenbäume. Diese drei wurden als heilige Lebewesen der Göttin Athene angesehen. Ihr war der Felsen gewidmet. Dem kleinen Steinkauz schrieben die Griechen besondere Fähigkeiten zu. Wenn Feinde kamen, um die Opfergaben für die Göttin Athene zu stehlen, dann wurden die Eulen aufgeschreckt und vertrieben mit ihren Rufen die Diebe. So war die Eule wie ein Wächter, der nachts aufpasste, wenn alle anderen schliefen. Außerdem kann die Eule nachts sehr gut sehen. Jemand, der weise ist, der viele Bücher gelesen hat, der sieht auch ganz klar, wie man Probleme lösen kann. Wer nichts lernt, bleibt in der Dunkelheit des Nichtwissens. So ist die Eule das Symbol der Weisheit geworden. Um 500 vor Christus wurden in Athen Münzen geprägt, auf deren Vorderseite die Göttin Athene abgebildet war und auf der Rückseite der Steinkauz. Mit diesen Münzen, den Drachmen, zahlten nicht nur die Athener oder die Griechen, sondern sie verbreiteten sich im gesamten Mittelmeerraum. Meine Mama ist mit einer griechischen Mutter befreundet. Die hat mir mal eine Münze aus Griechenland mitgebracht. Da war eine kleine Eule drauf und die hat mir gesagt, dass so eine Münze sehr viel wert ist. Deshalb liegt die jetzt bei mir zu Hause. Ich habe eine Vitrine und da liegt die jetzt drin. Heute ist die Eule auf dem griechischen Euro-Stück zu sehen und erinnert daran, dass es sich lohnt, weise mit Geld umzugehen. Ich habe mal einen Film geguckt, da gehörte die Eule einem Grafen, weil Eulen sind ja auch so ein bisschen erhaben und stolz wie ein Graf oder ein König. Und die sehen auch sehr schlau aus mit den Ohren und mit den großen Augen. Und in den meisten Geschichten spielen Eulen ja auch die Lehrer in Geschichten. Und das sieht so ein bisschen aus, als ob die ganz stolz und lehrerisch sind. Weil die Eule eben mit den großen Augen so klug schaut, hat man sie als für sehr weise gehalten. Da sitze ich und schaue mit meinen gelben Augen recht klug daher. In Wirklichkeit guckt er halt nur, ob irgendwo eine Maus huschen sieht oder einen dicken Laufkäfer und dann stürzt er sich runter und holt dann diesen Tausendfüßer oder irgendwas, um ihn zu fressen. Und wenn Sie heute in eine alte Schule reingehen, da ist oft über dem Eingang so ein Steinkauz gemeißelt oder manche Volkshochschulen haben einen Steinkauz. Das ist also so als Logo in der heutigen Zeit eben auch ganz Sinnbild für Bildung. Aber ist der Steinkauz oder sind die Eulen überhaupt wirklich besonders schlau? Tatsächlich sind Rabenvögel und Krähen, das haben Wissenschaftler herausgefunden, intelligenter als Eulen. Sie können richtig um die Ecke denken und zum Beispiel mit einem passenden Stock Futter aus einem Röhrchen angeln. Sie lassen von einem hohen Masten Nüsse auf die Straße fallen, damit diese aufplatzen. Oder warten sogar, bis ein Auto drüber fährt und die Nuss zu Brei macht. Das klingt alles ziemlich einfach, aber für einen Vogel ist es eine große Leistung. Solche Kniffe beherrschen Eulen nicht. Sie sind im Grunde einfach normal begabte Vögel. Aber was sie zum Überleben brauchen, das können sie richtig gut. Sie sind perfekte Beobachter, geschickte Jäger und Tarnkünstler. Und sie haben mit ihrem geraden Blick einfach etwas Erhabenes. Die sind immer so aufgerichtet, immer so stolz
Und die sind ja bei der Jagd nicht immer so dumm. Die haben ja schon Grips. Die sind sehr flink, elegant und die sind so, die machen Strategien und nicht so einfach angreifen. Und am meisten sehen sie richtig stolz aus. Mit den Kindern aus der Ringschule in Frechen schaue ich mir ein paar Bücher an, um zu sehen, ob wir darin noch mehr Informationen über die besonderen Fähigkeiten der Nachtvögel finden. Wir erfahren zum Beispiel, dass sich Eulen perfekt tarnen können, um sich zu schützen. Das kann man auf den Bildern besonders gut sehen. Einmal war das Geolinum im Thema Eulen und da war eine Steineule, die hatte Federn, die so gefärbt waren, dass das so aussah wie so die Klippe. Und zuerst habe ich das gar nicht erkannt, weil die nur so ein Auge so halb auf hatte. Und dann habe ich gedacht, hey, was soll das für ein Bild sein? Dann erst habe ich die Eule richtig erkannt. Die ist echt gut getarnt. Bei dem anderen Bild sieht das so aus, als wäre da nur der Kopf mit dem Schnabel und den Augen. Mehr erkenne ich da in dem Bild nicht. Die ist so eine Art, sieht aus so wie Holz. Als wäre die aus Holz. Die Federn davon sehen so aus, als wäre das Rinde, so richtige Rinde. So machen die Eulen sich unsichtbar. Wenn es dann noch dämmerig ist, sind sie noch schlechter zu sehen. Sie selbst sehen dagegen perfekt, weil sie in der hinteren Augenhöhle eine Schicht haben, die das wenige Licht wie bei einem Scheinwerfer verstärkt. So können sie auch im Dunkeln sehen. Bei den Eulen, da sitzen die Augen genau da, wo wie bei uns. Und bei anderen Vögeln, da sitzen die an den Seiten. Ich finde, die Augen sehen eigentlich ziemlich unheimlich aus, weil die so groß sind. Und auch der Uhu, ich glaube, auch die Größe macht etwas aus. Da kriegt man schon Respekt gegenüber. Da kriege ich schon eine Gänsehaut. Eulen können auch lautlos fliegen. Wenn Eulen fliegen, klingt das nicht so oder so, sondern so. Nichts gehört? So ist es. Man hört nichts. Manfred Siering, der auch als Kind schon ein Eulenfreund war, weiß, warum man sie im Flug nicht hören kann. Die Eulen haben auf der Flügeloberseite ein weiches Polster aus Federn und die vorderste Feder hat ganz grobe Zähne. Und diese Zähne verhindern, dass die Luft durchschnitten wird wie mit einem Schwert, sondern das wird eher mit wie so einem feinen Kamm durchgekämmt, die Luft. Und deswegen gibt es eben nicht dieses brausende Geräusch. Und dann haben Eulen auch noch relativ große Flügel, die gleiten und machen ruhige, weiche Flügelschläge. Eulen sind einfach was ganz Faszinierendes, sind ohnegleichen. Eulen sind mir als Kind schon begegnet, da waren früher ums Haus rum immer Waldkäuze und die haben immer dieses Huhu, Huhuhuhu gerufen und die Weibchen haben dann oft mit Kuwit, Kuwit geantwortet und manche haben sich zwei Weibchen gejagt und dann flogen zwei so Kuwitvögel hintereinander her und verschwanden dann irgendwo in der Nacht. Und das hat mich natürlich als 6-, 7-, 8-Jähriger auch schon sehr fasziniert. Einmal saß eine Eule bei uns auf dem Dachgiebel, die sah ich dann wie so ein kleines Männchen sitzen und dann war sie plötzlich weg, wie weggeblasen, wie so weggezaubert. Und das ist eben dieses ganz Verrückte, was uns Menschen gar nicht so in den Kopf will. Die Vögel, die sind unhörbar. Die großen Augen, die gute Tarnung und der leise Flug der Eulen machen sie zu fantastischen Nachtjägern. Aber auch zu etwas Geisterhaftem, vor dem die Menschen Angst hatten. Das hört sich ein bisschen gruselig an. Weil man das nicht jeden Tag hört und das ist ja auch ungewohnt. Und dann denkt man, was ist das? Oh, eine Eule. Oh. Wenn ich das so im Wald oder so hören würde, würde ich so sagen, eine Eule. Ah, vielleicht will sie mich angreifen. Dann würde ich schnell wegrennen. Für mich würde das so an dieses Huhuhu, an Geister erinnern. Eulen wirken eben nicht nur faszinierend, sondern immer auch etwas unheimlich. Weil wir Menschen eigentlich tagaktiv sind, weil wir eigentlich im Grunde unseres Herzens Angst haben vor der Dunkelheit. Man geht abends nicht gerne raus. Deswegen haben wir ein bisschen Voreingenommenheit vor Eulen oder auch vor Fledermäusen. Oder
im Mittelalter zum Beispiel hatten die Menschen wirklich Angst, haben sich in den Städten eingeschlossen, die Zugbrücke hoch und nur der Nachtwächter, der war auf dem Turm, auch in Sicherheit. Und die hatten also da Angst vor der Nacht. Im Mittelalter galt der Kauz sogar als Totenvogel. Wer das Käuzchen rufen hörte, so hieß es, der war dem Tod geweiht. Das war natürlich nur ein Aberglaube. Am Tag, da sieht das ja alles glücklich und fröhlich aus. Und in der Nacht, da sieht alles unheimlich und gruselig oder so aus. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass die Leute früher gesagt haben, Eulen sind so gruselig und die nehmen einen mit ins Reich der Toten zum Beispiel. Dann wurde wer krank und nachts waren ja alle Fenster dunkel. Und das eine Fenster, wo der Kranke lag, weil der musste gepflegt werden, da war eine Beleuchtung, war eine Kerze am Fenster vielleicht. Und dann waren dort Insekten und Maikäfer. Und dann kam der Steinkauz und hat natürlich die Maikäfer gefangen und hat dann ab und zu seinen Ruf gemacht. Der klingt ein bisschen schauerlich so. Und dann haben die Leute gesagt, oh, der ist der Totenvogel. Und dann, wenn der Kranke dann wirklich irgendwie starb, dann hat man gesagt, gestern war der Totenvogel da, der hat ihn geholt. Im Finstern mancher schlägt ein Kreuzchen, hört klagen er das arme Käuzchen. Im mondgespenstigen Dämmerlicht schreit es vom Baume Jämmerlicht. Das gilt als böses Zeichen nun. Der Bauer nennt es Leichenhuhn, auch Totenvogel und so fort. Doch ist daran kein wahres Wort. Von Eugen Roth. Erinnert ihr euch? Wir sind auf der Suche nach einer Schleiereule. Noch immer stehen wir auf dem Gutshof bei Bonn am Fuße eines hohen Turms, auf dem die Eule wohnen soll, und warten, ob sie vielleicht herauskommt. Der Regen hat nachgelassen, eine Straßenlaterne wirft ein bisschen Licht auf uns. Der Ruf der Eule kommt aus den kleinen Lautsprechern von Naturschützer Olaf Stümpel. Mit der Aufnahme wollen wir die echte Eule anlocken. Die Kinder und Erwachsenen der kleinen Gruppe recken die Hälse, suchen den Himmel ab und plötzlich... Da! Da ist sie! Habt ihr sie gesehen? Da! Da seht ihr jetzt, da fliegt sie die Krallen. Da hört ihr den Ruf. Da oben. Da, ja. Super! Dass man sie überhaupt sieht, ist überhaupt cool. Bei so einem Wetter. Das finde ich ja total erstaunlich. Ja, mit der Laterne zusammen jetzt hier. Sonst wird man wirklich nur einen dunklen Schatten sehen. Ich könnte mal versuchen, vielleicht kommt sie nochmal zurück. Das ist mir so ausgemacht. Mal anmachen. Ich glaube, darüber. Siehst du sie? Ja, da ist sie. Hallo, Eule. Die Schleiereule zieht hoch über unseren Köpfen ihre Kreise. Sie ruft und zeigt damit an, dass sie ihr Revier verteidigt, wenn auch nur gegen einen MP3-Player, aber das weiß sie ja nicht. Trotz der Dunkelheit können wir den Vogel deutlich sehen und alle sind wie verzaubert. Cool. Ich habe eigentlich noch nie eine echte Eule gesehen. Ganz weiß war die, wie war Harry Potters Eule. Hatten wir dann doch Glück. Man denkt, man sieht keine Eule und dann plötzlich kommt doch eine und da hat man so ein super Gefühl. Die Eule hat sich wieder zurückgezogen. Wir wissen nicht, ob in ihren Kasten oder irgendwo in einen Baum. Olaf Stümpel will sie jetzt nicht weiter stören. Doch der Naturschützer hat noch einen Vorschlag. Jetzt ist meine Frage an euch. Habt ihr denn noch Lust, in den Wald zum Waldkauz mitzukommen? Ja. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja. Es wohnt halt ein Waldkauz, auf jeden Fall unten im Tal. Also nicht weit von hier. Da wollen wir halt dann einfach am besten jetzt mal hingehen. Es ist ein kleiner Trampelpfad, den wir gehen werden, aber ich denke, ein bisschen Action, no risk, no fun. Der Regen hat nachgelassen, die Kinder knipsen ihre Taschenlampen an und wir stiefeln los in den stockdunklen Wald auf der Suche nach dem Waldkauz. Früher hatte ich noch so Angst, wenn ich so in dunkle Ecken gegangen habe. Früher habe ich ein mini bisschen unheimlich gefunden, aber jetzt nicht mehr. Rutschige Holz, umgefallene Bäume. Den Waldkauz zu finden ist schwierig, weil es keinen Brutkasten gibt, sondern nur eine ungefähre Idee, in welchem Waldstück sich der Kauz aufhalten könnte. Der Waldkauz ist größer als die Schleiereule und kleiner als der Uhu. Olaf Stümpel kennt das Revier des Vogels und versucht wieder, ihn mit Tönen anzulocken. Die kann man mit etwas Geschick auch mit den Händen nachmachen.
oder eben mit dem MP3-Player. Die Taschenlampen brauchen wir, um nicht vom Weg abzukommen, auszurutschen oder uns Äste ins Gesicht zu pieksen. Am Ziel brauchen wir dann wieder die Dunkelheit. Macht mal eure Lampen aus? Ja, endlich. Hm. Noch haben wir eine Chance auf den Waldkauz. Da ist ein Bär. Also jetzt müssen wir die Lampen mal ausmachen und auslassen. Wir alle merken, dass wir diese Dunkelheit nicht gewöhnt sind. Daran müssen sich nicht nur die Augen gewöhnen. Wir rücken alle eng zusammen. Olaf Stümpel geht ein Stückchen zur Seite und spielt seine Töne ab. Die Antwort des echten Waldkauzes lässt nicht lange auf sich warten. Ach, das ist jetzt der echte. Ja, da sitzt er. Jetzt aus der anderen Richtung. Ja, genau. Die fliegen. Hört sich so an. Wie viele sind es wahrscheinlich? Zwei wahrscheinlich. Was weiß ich? Das ist der eine, das Männchen? Das ist das Weibchen. So sehr wir auch die Hälse recken, die Waldkäuze bleiben für uns unsichtbar. Sie rufen und lassen uns damit wissen, dass sie hier schon wohnen und wir uns bitte wieder entfernen sollen. Wir hören auch, dass sie herumfliegen und mal von da, mal von dort rufen. Aber wir sehen sie nicht, obwohl sie uns ganz sicher sehen. Man hat ihn halt nicht gesehen, weil es zu dunkel war. Und zwei, Männchen und Weibchen. Man muss überhaupt Glück haben, dass er überhaupt irgendwas von sich gibt. Könnte auch sein, dass er gar nichts gesagt hätte oder einfach gedacht hat, lass mich in Ruhe, ungefähr. Als er dann nicht gekommen ist, war das nicht schlimm. Was für ein Abenteuer in der Nacht. Nun will ich mir die Vögel aber auch mal bei Tag und aus der Nähe anschauen, ihnen wirklich in die Augen sehen. Zusammen mit den Schulkindern, mit denen ich schon über die Eulen gelesen habe, mache ich mich auf den Weg zum Haus der Falkner Ari und Barbara in Frechen. Sie leben dort mit ihrem 8-jährigen Sohn Rufen und 2 Bussarden, einem Adler, 2 Steinkäuzen, 2 Schleiereulen und einer großen, stattlichen Uhu-Dame. Oh, hier ist der. Hallo. Hallo. So. Hallo. Einmal rein in die gute Stube. Hallo, hallo, hallo. Und mit vielen nicht lebendigen Nachtvögeln. Wir haben Eulen aus Porzellan, zum Beispiel Eulenteller, Eulentassen, eine Eulentischdecke. Immer wenn einer bei uns Geburtstag hat oder Weihnachten ist oder Leute uns einfach nur einen Gefallen tun wollen, dann bringen sie uns natürlich was mit dem Thema Vögel und speziell Eulen zu tun hat. Weil Eulen sind ja gerade ganz in gewesen. Ja, und dann bringen die das dann schon mal mit und sagen, oh, ihr sammelt doch Eulen. Und ich sage dann mal, wir sammeln die gar nicht, die kommen von ganz alleine zu uns. Rufen führt uns in den Garten, wo in einer Reihe mehrere große Volieren stehen. Das sind Käfige, die so groß sind, dass ein erwachsener Mensch bequem darin herumlaufen kann. In einem Käfig sitzen 2 Wüstenbussarde, die uns gleich ankrächzen. Sie sehen beeindruckend aus, aber wir gehen trotzdem vorbei, denn uns interessieren heute nur die Eulen und Käuze. Wir haben eine Schleiereule, als 2 Schleiereulen, 2 Wüstenbussarde, 2 Steinkäuze, ein Uhu. Ja, wir haben noch Frettchen, noch ein Kaninchen. Wir haben aber auch noch einen Hund. Während Rufen noch erzählt, kommt sein Vater, der Falkner Ari, mit einer winzig kleinen Eule auf der Hand zu den Kindern. Es ist ein Steinkauz. Er ist nur ungefähr 20 Zentimeter hoch und schaut uns mit leuchtend gelben Augen an. Aus nächster Nähe können wir ihn beobachten. Da haben wir einen Steinkauz. Ja, das ist der Perseus, der redet auch mal, wenn er Lust hat. Nein, es sind zu viele Leute hier. Er sieht weiß, hellbraun und dunkelbraun aus. Er hat auf dem Kopf, das sieht also aus wie Flecken. Und seine Augen sind so gelblich, grün, so neonfarben. Und der guckt so ein bisschen ernst. Der kann den Kopf nach hinten drehen. Darf ich streicheln? Wie der Ruben das gerade vormacht, man kann den auch tatsächlich streicheln, man kann den anfassen. Und man kann den auch selber auf die Hand nehmen. Wer von euch möchte? Ich. Also alle, ja? Okay. Ja? Dann fangen wir mit dir an. Du bist die? Anna Melina. Ja, guck mal, dann gebe ich dir den mal. Geht das? Das musst du bitte festhalten. Mach einen Daumen auf. Warum tut das nicht weh? Nein. Er sitzt einfach nur ganz, ganz leicht da drauf. Au! Der krallt sich okay. Fest. Okay, dann holt der Rufen mal eben kurz davon die Handschuhe, die ich da hingelegt habe. Dann kriegst du einen Falknerhandschuh. Aha. Der hat so spitze Krallen. Anna Melina hat ein bisschen Angst vor Perseus kleinen Krallen
und bekommt deshalb einen Lederhandschuh. Am Bein des Steinkauzes ist ein Lederriemen befestigt, den man mit dem Handschuh verbinden kann oder einfach zwischen Daumen und Zeigefinger klemmt. So kann der Vogel nicht wegfliegen. Weil es wieder mal regnet, sind wir unters Dach gegangen und sitzen jetzt gemütlich im Kreis. Anna Melina hat jetzt keine Angst mehr. So, dein Arm ist jetzt der Ast vom Baum, wo der Steinkauz immer drauf sitzt. Heißt, der ist ganz starr. Ja? Und mit der anderen Hand streicheln von oben nach unten. Und wie fühlt sich das an? Flauschig. Und wie guckt er dich denn an? Ernst. Der unterhält sich tatsächlich auch mit einem. Ja. Okay, dann gib den Handschuh mal weiter. Wer war auch noch nicht? Wer hatte noch nicht? Die Kinder sind ganz von alleine ganz still. Das ist gut, oder? Das ist sehr gut, ja. Also wir arbeiten sehr viel mit Kindern in Schulen und Kindergärten. Und da haben wir auch gemerkt, dass Kinder mit den Greifvögeln tatsächlich ruhiger und konzentrierter sind. Perseus gefällt es offensichtlich auch, dass keiner von uns hektisch herumzappelt oder schreit. Alle schauen ihn entzückt an. Wenn ein Kind den Vogel streichelt, halten sich die anderen zurück. Sonst erschrecken sie sich. Ich glaube, weil die dann auch unruhig werden und dann ist es irgendwie auch schwer, mit denen zu arbeiten, wenn man mit denen arbeiten möchte. Eigentlich ist er schwer auf die Dauer. Echt? Ja. Obwohl er so klein ist. Ja, weil ich habe den ja schon 2 Minuten auf der Hand und die ganze Zeit den Arm so still zu bleiben. Wenn du jetzt rumzappelst, ja, dann muss der sich immer im Gleichgewicht halten. Und das ist halt sehr anstrengend für den Vogel. Und je ruhiger du hältst, desto wohler fühlt er sich bei dir. Und wenn man die Eulen oder generell die Vögel mit Blitz fotografiert, können die blind werden und das wäre dann blöd. Ruven kennt sich mit den Eulen richtig gut aus. Er hat zum Beispiel mitgeholfen, Perseus als Jungvogel an die Menschen zu gewöhnen. Ja, mit 4, da habe ich den Perseus gekriegt. Ich habe den halt bis jetzt schon trainiert. Ich habe den immer ganz oft auf die Hand genommen, bin spazieren gegangen mit denen. Und so kommt es auch, dass er sich jetzt so doll an die Menschen gewöhnt hat, dass man den auch jetzt knutschen kann. Knutschen wollen die Besucherkinder den kleinen Perseus nicht, aber ihn ansehen und seine weichen Bauchfedern streicheln, das tun sie gerne. Der guckt mich irgendwie so streng an und der ist auf jeden Fall weich, richtig weich. Und ich finde es so faszinierend, dass die den Kopf so weit nach hinten drehen können. Das können wir nämlich gar nicht. Ich kann, wenn ich versuche, so wie eine Eule meinen Kopf zu drehen, ich schaff's nur bis über die Schulter, ohne dass ich meine Schultern gleichzeitig mitbewege. Also ich kann meinen Kopf nur bis zur Seite drehen, aber meine Augen können sich dann noch weiter bis nach hinten drehen. Die Eulen können ihre Augen im Kopf nicht hin und her bewegen. Stattdessen ist ihre Wirbelsäule so gebaut, dass sie den ganzen Kopf um 270 Grad herumdrehen können. So können sie ruhig sitzen bleiben und doch in allen Richtungen nach Beute Ausschau halten. Was essen denn die Vögel? So kleine Küken, die frisch geschlüpft sind. Die sind tot aus dem Futterladen. Also wir machen das so meistens abends. Dann fliegen die auf unsere Hand, wenn wir das haben. Und bei den kleinen Steinkreuzern ist das so, wenn sie sich dann wohlfühlen, plustern die sich auf. Dann ist das so eine runde Kugel. Ich glaube, Mäuse fressen die auch. Aber die fressen auch noch was hier. Der Steinkreuz frisst doch nicht nur Felltiere. Nein, nein, nein. Also der fängt an mit Regenwürmern. Und wenn er die Chance hat, holt er sich auch Mücken, Motten und Eidechsen, Lurche, solche Sachen. Perseus sitzt ganz entspannt auf der Hand. So wie es aussieht, lebt er gerne bei den Menschen. So gerne, dass er sich sogar in Ruvens Mutter, also Aris Frau, verliebt hat. Obwohl Ari das so erzählt, als sei es ein Märchen, ist es doch wahr. Und es begab sich zu der Zeit, dass es Frühling ward und meine mir angetraute Ehefrau, die Falknerin Barbara, mal kurz in den Garten verschwand. Ja, dieses bemerkte der kleine Perseus und brachte ihr ein Geschenk. Und zwar ein Beinchen von einem Eintagsküken. Das machen die Steinkreuze so, um ihre Herzallerliebste, sag ich mal, ein Geschenk zu geben, um sie anzubeten und sagen, du, finde ich ganz, ganz toll. Jetzt hat die Barbara gesagt, jetzt gerade Chicken Wings ist nicht so mein Fall, ne? Ich gehe mal wieder rein. Nach einer gewissen Zeit fing der Perseus aber ganz, 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 ganz laut das Rufen an. Komm raus, rütetü, rütetü, ging's die ganze Zeit. Ja, Barbara ging wieder raus zur Voliere, guckte, ja, Perseus, was ist denn los, was hast du denn? Und er sah sie,
guckte, entschwand in die Box und kam dann tatsächlich mit dem ganzen Eintagsküken und hat es ihr hingehalten. Nimm doch bitte endlich mein Gastgeschenk und heirate mich. Ja, das war so schön zu sehen. Und wir haben dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich eine beruhigende Wirkung auf die Eulen habe. Das heißt, immer wenn sie nervös sind, kommen sie zu mir und fangen an, irgendwann die Augen zu schließen und tatsächlich einzuschlafen. Trotzdem sehnt sich so ein kleines Steinkauzmännchen natürlich im Frühling nach einer Frau, die wirklich zu ihm passt. Deshalb hat die Familie vor einem Jahr ein Weibchen dazu bekommen, die kleine Romy. Nicht nur, weil Perseus dann weniger einsam ist, sondern auch, weil sie nicht mehr schlafen konnten. Wenn dann Perseus so wie Mama und Papa jetzt zusammen sind, halt keine Frau hat, dann schreit er immer ganz oft und das nervt mich dann immer. Die sind sehr, sehr laut. Die sind so laut wie eine Autoalarmanlage. Im Moment ist Perseus aber ganz leise und brabbelt nur sanft vor sich hin. Das klingt wie so ein Wecker. Was meint ihr, was erzählt er uns gerade? Hallo, so eine Art Begrüßung. Glaube ich, ich möchte mich verlieben. Ich glaube, dass er gesagt hat, ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Warum ist er eigentlich so klein? Gibt es größere? Es gibt nicht größere Steinkäuze, sondern es gibt größere Eulen. Der Steinkauz, der wohnt ja, im Wald in den Löchern, die der Specht gemacht hat. Und wenn der jetzt größer wäre, dann würde der ja nicht mehr in die Spechtlöcher reinpassen. Und dann würdest du Fump machen und dann steckt er darin feste. Und deswegen darf der nicht größer werden als so. Eine Frage, wo sind eigentlich die Ohren? Die Ohren, die sind ungefähr an der Position, wo du auch deine Ohren hast, aber, richtig, ne, einfach an der Seite, aber dadurch, dass sie keine Ohrwascheln haben, so wie du, kein Ohrläppchen, deswegen sieht man die nicht, es sind einfach überall Federn drüber. Wie alt werden die? Die werden ungefähr 10 Jahre alt in der Natur und bei uns in der falknerischen Haltung werden die ungefähr 15 Jahre alt. Ari weiß eine Menge über Eulen. Das muss er auch, denn er musste eine Prüfung ablegen, um überhaupt Falkner sein und Eulen und Greifvögel besitzen zu dürfen. Nicht jeder kann sich eine Eule anschaffen, weil diese Vögel geschützt sind. Das geht nicht, weil man erst die Genehmigung braucht. Und man muss auch den Falknerschein erst zeigen, bevor man den Vogel haben darf. Und man braucht dann noch so eine Genehmigung, dass man den halten darf. Damit die dann nicht einfach dahin gehen und lalala, ich kaufe mir jetzt einen Vogel und so, damit die das nicht machen. In der Falknerei bekommen die Eulen und Käuze regelmäßig Fressen und immer sauberes Wasser. Außerdem sind sie vor ihren Fressfeinden geschützt. Was ist eigentlich der Erzfeind von den Vögeln? Das sind natürlich andere Greifvögel, aber auch Ratten, Krähen und solche Tiere. Und halt groß frisst klein, also ein großer Vogel frisst einen kleinen Vogel. Frisst euer Uhu den denn, wenn er ihn kriegen würde? Wenn er ihn kriegen könnte, ja. Das ist der Grund, warum wir die Tiere alle fest haben. Ich habe keine Angst, dass die mir abhauen. Ja, aber wenn ich die alle hier einfach so rumfliegen lassen würde, dann würde es wirklich das genau passieren, was der Rufen gesagt hat. Der große Vogel wird den kleinen Vogel fressen. Dann würde nur noch unser großer Uhu da sein. Perseus darf jetzt zurück zu seiner Romy und wir können uns die Schleiereule Selenia genauer anschauen. Hier kann man sie nicht nur als Schatten am Himmel, sondern ganz aus der Nähe betrachten. Ihr Gesicht sieht aus wie ein Herz, die Bauchfedern sind ganz weiß und sie ist wunderschön. Ich finde, das erinnert so ein bisschen das Gesicht so an ein bisschen feine Dame, Balletttänzerin so ein bisschen. Ich finde sie schön, weil sie weiße Punkte auf ihren braunen Federn haben hier. War das hältst du bitte fest? Die macht immer mit der Zunge und dem Schnabel so einen Tack. Und sie faucht auch. Die ist viel größer als der Steinkauz. Fast dreimal den Steinkauz könnte ich mir da schon drin vorstellen. Und eben hat sie auch mal so geknurrt, so eine Art Knurren vom Hund. Ja, das ist ein bisschen komisch. Selenia ist nicht so entspannt wie der kleine Perseus, sondern klackert drohend mit dem Schnabel. Und das besonders, wenn sie mein Mikrofon sieht. Den schwarzen Knubbel aus Schaumgummi kann sie nicht leiden, das ist klar. Ich habe noch eine schwarze Schleiereule und der Mikrofonball da oben drauf, der hat ungefähr auch Kopfgröße von der Schleiereule. Vielleicht denkt sie ja, da ist ja bestimmt der Typ, den ich nicht mag.
Als Ari einem Kind die Eule geben will, weigert sie sich, flattert mit den Flügeln und klettert dann von seiner Hand hinauf bis auf den Kopf. Also jetzt, als sie eben geflogen ist, da hat man wirklich mal gesehen, wie groß die Flügel sind. Und unten drunter sind sie richtig schön weiß. Eigentlich habe ich auch ein bisschen vor ihr Angst, weil sie immer mit den Flügeln schlägt. Das sah sehr akrobatisch aus, als sie da eben den Arm hoch lief. Und tat das nicht weh an den Haaren, wenn die da oben auf dem Kopf rumsteigen? Das tat nicht, ne, die macht das oft genug. Ich habe mich daran gewöhnt. Aber auch die Schleiereule beruhigt sich schnell. Sie schließt die Augen und scheint das Streicheln sogar zu genießen. Als wir Selenia in ihr Gehege gesetzt haben, gehen wir wieder in den Garten, um den Uhu zu sehen, die größte Eulenart überhaupt. Noch dazu ist es ein Uhu-Weibchen und bei den Uhus sind die Weibchen die größeren und werden über 60 cm groß. Die Dame heißt Akasha. Akasha trägt kleine Glöckchen, damit der Falkner sie beim Freiflug hören kann. Ihr Gefieder ist dunkelbraun, ihre Augen sind riesig und sehen aus wie leuchtend orangene Glaskugeln. Ich habe eben mit dem Uhu Wettglotzen gemacht. Da hält man die Augen offen und guckt sich gegenseitig an und wer zuerst blinzelt, hat verloren. Und wer hat verloren? Du. Zweimal der Uhu. Was? Kann ich mal den Uhu mal auf? Ja, ich helfe dir dabei. Die Hand ganz weit ausstrecken, ganz weit. Ich bin bei dir, alles gut. So, und jetzt? Zack. Boah, ist der schwer. Ja, aber ich helfe dir ja. Akasha ist nicht nur groß, sie hat auch riesige Krallen, mit denen sie Anna Melinas schmalen Arm fast komplett umschließt. Diese Krallen sind respekteinflößend. Oha. Hier, da guck mal hier. Die sind, boah, bin ich froh, dass er uns nicht angreift. Bist du sehr froh, dass du keine Maus bist oder kein Kaninchen? Ui, er ist sehr flauschig und er sieht sehr schön aus. Ich könnte mir gut vorstellen, wie groß die Flügel sind. Also ungefähr so groß wie mein Arm oder vielleicht... Länger. Die Flügelspannweite ist genauso groß, wie ich groß bin. Ja? Oh Gott. Die Kinder sind fasziniert von ihren Eulenerlebnissen. Sie haben die Stimmen gehört, die Schatten gesehen, die Federn gestreichelt und tief in die Augen der Tiere geschaut. Auf welche Weise sie den Nachtvögeln am liebsten begegnen möchten, in freier Wildbahn, bei einem Falkner oder in einem Naturpark oder Zoo, das empfinden die Kinder ganz unterschiedlich. Man kann Kasten aufhängen und eine kleine Kamera reinbauen. Dann findet man das. Dass da Eulen reinziehen, Junge machen und so, dann hat man das halt alles auch aufgenommen. Im Internet kann man Eulen finden, also so Eulenfotos und so. Videos auch. Ich meine, dass man erstmal in die Wildnis gehen sollte und da gucken sollte. Weil in einem Naturpark sind die ja meistens in Käfigen und dann hört man die da so anstarren und im Wald finde ich das schöner. Wenn man zum Falkner geht, ist der Vorteil, dass man Eulen sieht. Man kann sie vielleicht auch auf die Hand nehmen oder vielleicht auch mal füttern und streicheln. Das Gute daran ist, dass man weiß, man sieht eine Eule, nicht so wie in der freien Wildbahn. Da weiß man ja nicht, ob man eine Eule sieht. Dann kann man sie besser beobachten und es macht halt eben auch Spaß, dann mal so ein Tier so nah zu sehen, es streicheln zu können, diese Federn. Ist halt eben auch toll, aber in freier Wildbahn mag ich das mehr. Es ist Abend geworden. Bei den Falknern kehrt Ruhe ein. Die Kinder gehen nach Hause und legen sich ins Bett. Für die Eulen und Käuze beginnt jetzt der Tag. Er sitzt vor dem Fenster auf einem Baum. Und hörst du nachts ein leises Huhu, dann weißt du genau, er bewacht deinen Traum und macht deine Augen einfach zu. Von Jutta Richter. Der geheimnisvolle Vogel der Nacht
von Eulen und Käuzen. Das war eine Kiraka-Radiogeschichte von Maria Riederer. Technische Realisation Felix Herzog. Sprecher Katja Ruppenthal, Rainer Hagedorn und die Autorin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017. Redaktion Susanne Kuttler.